Ihr Lieben, hier seht ihr Bilder, die meine Freundin Bärbel Düny gemalt hat. Sie entwirft das auch alles selber. Und das hier ist das neueste Schätzchen in meiner Sammlung. Ist das nicht einfach nur ein Traum? Also, jetzt könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ja, wer das jetzt besser hinkriegt, der ist gelernter Maler, hat es im Blut, ja, oder hat es sich angeeignet? Auf jeden Fall hat die Frau das nicht nur im Blut, sondern ist einfach für mich ein Talent. Ja, ich könnte das niemals so entwerfen, die einzelnen Striche. Und dann auch noch so malen mit der Farbe. Nee, da würde mir der Pinsel ausrutschen und ja, ich meine natürlich den Farbpinsel, liebe Leute. Ja, wir haben es Ostern, also bitte. Oder wir gehen auf Ostern zu. Das hier, ja, die ganzen Striche hier zu entwerfen. Das, nee, auch noch so gerade und diagonal und keine Ahnung, was noch alles, das kriegt man doch so nicht hin. Also ich jedenfalls nicht. Bei mir würde daraus überhaupt gar nichts werden, außer Geschmiere. Bin froh, dass ich häkeln und stricken kann. Hier, guckt euch mal das bitte an, ja? Die Zähnchen von der Katze. Nee, das kriegst du nicht einfach so mal eben kurz hin. Das funktioniert nicht. Ja, da brauchst du Geduld zu. Da brauchst du noch mehr Geduld als beim Stricken und Häkeln. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Und ich meine, sie hat ja noch mehr von. Meine ganze Wohnung ist voll von ihren Bildern, Gott sei Dank. Wartet mal. Da haben wir das nächste, ja? Also. Das ist schon, also, wer kriegt sowas so hin? Wie gesagt, ich nicht. Wer dafür Talent hat, herzlichen Glückwunsch. Der kann sich schöne Bilder selbst an die Wand malen. Aber ich kenne in meinem Freundeskreis nur sie, die das so hinbekommt. Wartet mal. Bitteschön, das nächste Bild. Ja? Da hat sie mir ein Wandbild, untergehende Sonne, an die Wand gemalt. Wollte ich so haben. Nicht, dass einer sagt, das ist doch keine untergehende Sonne. Für mich ist das auch eine untergehende Sonne. Ja, also. Guck mal da, die ganzen klitzekleinen Details, die sie da reinarbeitet. Das kriegt man nicht hin, wenn man dafür keine Geduld hat und auch keinen Bock drauf hat. Ja. Das ist schon wirklich, also. Entschuldigung, aber der versagt es mir echt die Sprache. Mein Flur und mein Küchenbereich, bitteschön. Alles von ihr handgemalt. Auch selbst entworfen. Ja? Fantasie pur hier. Oder hier, ja? Die haben vorher da gehangen, wo jetzt die Katzen hängen. Alles selbst entworfen und gemalt. Und wer jetzt unbedingt von ihr eine Adresse haben will, gerne über mich, kein Problem. Bitteschön. Ja, also sie hat es echt verdient, dass da Aufträge kommen und dass sie malen darf. Ne? Also das ist echt der Hammer. Ich meine, ich hätte es auch verdient, von euch Aufträge zu bekommen, auf jeden Fall, ne? Mit Häkeln und Stricken. Aber ja, ne? Das ist schon schön. Also kannst du nicht meckern. Wenn man sowas beim Flur, da siehst du nicht, ob das ein Laie ist oder gelernt, ja, oder Talent. Das siehst du wirklich nicht. Und sie ist ja kein Laie. Das macht die schon seit sie Kind ist. Malt sie fleißig. In der Schule hat sie schon gemalt, hat sie mir erzählt. Und ja, keine Ahnung. In der Schule wollten sie eine ganze Ausstellung von ihr haben. Gemalte Bilder. Das kriegst du nicht, wenn du kein Talent hast. So, bevor ich mich jetzt hier weiter in Lob ergieße, ich wünsche euch, da bin ich,
Ich wünsche euch schon mal jetzt ein frohes Osterfest. Lasst es krachen. Egal wie, mal eben Licht hier ausmachen, dann gehe ich mit euch ins. Hoppala, da ist es dunkel. Dann gehe ich mit euch ins Wohnzimmer wieder. Ja, ein schönes Osterfest. Im Kreis eurer Familie, eurer Freunde. Ich habe gleich beides. Gott sei Dank. Ich bin da auch mega froh, mega stolz drauf und drüber, dass ich meine Leute um mich habe. Mein Kind, meine Freundin, alles gut. Ja, und wie gesagt, fahrt mal runter. Wenn ihr am Arbeiten gewesen seid, die ganze Zeit, ruhig mal 2 Tage. Ja, tut gut. Und ja, braucht man. Ich brauche das auch. Also, das ist ganz klar bei meiner Krankheit und so weiter und so fort. Ne? Ich habe da auch immer so zu kämpfen und von daher. Ja, wer noch nicht hat, Abo da lassen. Glocke dann aktivieren, wenn ihr den Abo-Knopf gedrückt habt. Und Daumen hoch. Wer? Supi. Okay. Bis zum nächsten Mal.